Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge vom Prime News Podcast «Für oben Bier» direkt aus dem Stadthof. Heute diskutieren wir über die 99%-Initiative, die Parkplatzproblematik in Basel-Stadt und Gratiskultur. «Für oben Bier», der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern, Sie merken das. Unser heutiger Gast ist Marcel Collin, 37 Jahre alt, von Beruf Softwareentwickler, außerdem Co-Vizepräsident bei den Basler Sozialdemokraten und Bassist bei der Basler Band Bitch Queens. Marcel, herzlich willkommen. Hallo, merci vielmals, dass ich hier bin. Ebenfalls mit dabei heute ist der Oliver Stärchi, Co-Redaktionsleiter bei Prime News. Hallo miteinander. Mein Name ist Anja Scharrer. Starten wir gerade mit dem ersten Thema. Am 26. September stimmen wir in der Schweiz über die 99%-Initiative von der JUSO ab. Sie fordert, dass Kapitaleinkommen wie Zinsen und Dividenden künftig ab einem gewissen Freibetrag stärker besteuert werden. Diese Mehreinnahmen sollen wiederum zur Steuerentlastung bei der unteren und Mittelschicht führen und in soziale Programme fließen. Marcel, das ist doch jetzt einfach ein weiterer Versuch, den Reichen noch mal ein bisschen mehr Geld abzuzwacken. Also ich glaube, den Reichen zwacken wir in der Schweiz nicht wahnsinnig viel ab, wenn man sieht, wie reicher das sie werden jedes Jahr. Es geht dort einfach darum, zu einer Entwicklung, die wir im Moment haben, ein bisschen, ein wenig, fast schon homöopathisch entgegenzuwirken mit dieser wirklich nicht allzu heftigen Forderung, die die JUSO hier aufgestellt hat. Die Reichen werden immer reicher, die Ärmen bleiben immer noch arm. Olli, was meinst du? Ja, aber dann muss man eben genau unten ansetzen, oder? Also ich bin einfach überhaupt nicht einverstanden mit dieser Einschätzung, oder? Also ich meine, wir haben zum Beispiel eine progressive Einkommenssteuer. Leute, die viel verdienen, zahlen auch viel mehr Steuern. In Basel-Stadt, wenn ich richtig informiert bin, ein Viertel der Leute zahlt überhaupt gar keine Steuern. Die oberen 10% finanzieren eigentlich den Großteil vom Steuerertrag. Und mit dieser Initiative wird jetzt einfach den Leuten, die eh schon viel beitragen zum Staatshaushalt, einfach noch mehr Geld aus der Tasche gezogen. Ich sage, das ist eine reine Neidinitiative, das ist auch populistisch und die gilt es abzulehnen am 26. September. Schön für den Wahlkampfanspruch, Wahlkampfspruch von dir. Nein, natürlich haben wir ein progressives Steuersystem, wie wollen wir es auch schon machen. Wenn du nichts hast und nichts verdienst, kannst du auch nichts an Steuern zahlen. Also ja, ich weiß nicht, was das für ein Vorwurf soll sein soll. An die Armen schauen wir doch eher, dass es denen besser geht. Und das kann man eben besser machen, indem dass man mehr Geld zur Verfügung hat, wo man in sozialen... Aber mehr Geld. Basel-Stadt zum Beispiel schreibt seit Jahren Überschüsse im dreistelligen Millionenbetrag. Der Bund schreibt Überschüsse. Und ich sehe nicht ein, wieso es denn eine neue Steuer braucht. Der Staat hat genug Geld. Er muss nicht einfach noch mehr Geld den Leuten aus der Tasche ziehen. Er hat ja das Geld. Man könnte es vielleicht anders verteilen, okay, das ist eine andere Diskussion, aber wieso braucht es jetzt nochmal eine neue Steuer? Das verstand ich nicht. Also in Basel haben wir immer so einen Überschuss, weil wir immer mehr Geld einnehmen, als dass wir denken. Und mit der bürgerlichen Mehrheit, die wir immer noch haben, im grossen Rot bekommst du kein Defizit in einem Budget. Und darum haben wir dann am Schluss immer mehr. Und das ist das Problem, weil das Geld wird den Leuten quasi weggenommen, was ihnen eigentlich gehören würde. Und man könnte ihnen das eben geben. Und jetzt aber das ist ein anderes Thema. Aber was die Initiative doch macht, ist doch wirklich jetzt der Standort, also der Wirtschaftsstandort Schweiz schwächen. Also wenn da einfach die Reichen immer mehr für alles an die Kasse betten werden, dann willst du doch irgendwann einfach gehen. Also im Schnitt zahlen hier die Reichsten immer noch viel weniger Steuern als irgendwo sonst. Also mit dem wirst du nicht den Standort wirklich massiv gefährden. Ja.
Aber können wir vielleicht auch mal weg von dieser Diskussion, oder? Das ist so das typische linke Framing gegen die Reichen, die Reichen, die Reichen. Aber es gibt auch Familienbetriebe, KMU-Inhaber, oh, das ist großartig. Das ist großartig an diesem Abstimmungskampf. Das finde ich wirklich super, wie jetzt alles zum Mittelstand gehört. Also nur eine ganz einfache Rechnung. Du hast 3% Gewinn auf deinem Kapital, wo du irgendjemand investiert hast. Das ist jetzt nicht unglaublich viel, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig pessimistisch. Du hast 3%, dann brauchst du 3,3 Millionen an Investitionen, dass du auf 100'000 Franken Ertrag kommst. Das ist nicht der Mittelstand. Der Mittelstand macht nicht 100'000 Stutz mit Kapitalertrag pro Jahr. Ja. Olli, wie viele Kollegen hast du, die mehr als 100'000 Franken an Kapitaleinkommen verdienen? Ja, ich habe keine Kollegen, die mehr als 100'000 Franken Kapitaleinkommen haben. Und das liegt auch daran, dass ich mich in einem, als Mitte-20er oder End-20er in einem Umfeld bewege, wo Leute vielleicht noch nicht eigene Firmen haben, die noch nicht irgendwie ein gewisses Kapital angehäuft haben, was sie auch noch nicht geerbt haben. Ja, die noch nicht geerbt haben. und ja, darum ist das ganz klar. Ich kenne keine solche Leute, aber es gibt die und ich finde es wirklich populistisch. Aber können wir wenigstens darüber schwätzen, dass nicht der Mittelstand da direkt betroffen werden will? Also nicht der Mittelstand macht nicht 100'000 Franken mit Kapital. Ja, nicht der Mittelstand. Also ein KMU-Inhaber zähle ich jetzt immer noch zum Mittelstand, oder? Also ich meine, ihr redet da von den oberen 1%, das sind dann irgendwie... Aber ein KMU, einer, der ein KMU hat, ist meistens zuerst mal selbst bei sich angestellt und hat einen normalen Lohn. Ja, aber wenn es ein Familienbetrieb ist, haben sie ja trotzdem irgendwie gewisses Vermögen drin, oder? Ja, aber dann ist dann irgendwann kein Mittelstand. Aber reden wir doch mal über etwas anderes. Wer sind denn... Was mich auch stört an dieser Initiative ist auch die politische Rhetorik dahinter. Wer sind denn die 99%? Oder? Das sind wir zwei. Du hast jetzt gerade gesagt, du kennst niemanden, der das Geld macht. Ja. Ich kenne niemanden, der das Geld macht. Das sind wir zwei, sind die 99%. Ja, wir zwei. Und alle, die hier am Tisch sitzen, sehr wahrscheinlich. Darf ich mal, also, ich meine, nur schon im Namen eben heisst es ja, es ist für die 99% oder gegen eigentlich das erste, also das eine reichste Prozent. Man muss aber anschauen, in den letzten Jahren alle Abstimmungen, die irgendwie so eine Umverteilung haben wollen, wie zum Beispiel die 1:12 Initiative oder weitere, sind immer hardcore abgelehnt worden an der Urne. Also offensichtlich wären nicht 99% von der Schweizer. Das liegt, glaube ich, daran, und das ist eigentlich noch schön an der Schweiz, am Optimismus, dass alle denken, sie wären auch mal dort dabei, sie würden auch mal absammeln. Ich glaube, das ist der. Nein. Die Leute haben einfach eine realistische Einschätzung, auch was gut ist für den Wirtschaftsstandort Schweiz und was nicht. Darum hat man damals auch mal die eine Woche Ferien mehr abgelehnt. Das wäre auch vielen Leuten zu gut gekommen. Nein, die Leute in der Schweiz haben bei so Abstimmungen ein realistisches Gespür dafür. Offenbar, was ist gut für den Standort Schweiz? Und was nicht, auch wenn sie vielleicht selber, also deine Einschätzung, dass viele Leute dann das Gefühl haben, sie können vielleicht auch mal so viel Geld verdienen. Ich glaube nicht, dass es an dem nimmt. Ich glaube, die Leute haben wirklich eine realistische Einschätzung. Und ich würde doch noch mal gerne zurück auf die 99%, oder? Das ist populistisch insofern, weil ihr nehmt für euch in Anspruch, quasi das Volk zu treten. Oder das, was man der SVP immer vorwirft von eurer Seite, das ist populistisch, weil sie reden für das Volk gegen die Eliten. Das macht ihr jetzt auch. Ihr hetzt gegen die 1%, nein, gegen die oberen 1%. Das ist doch kein Hetze. Doch, natürlich ist nein, das ein Hetze. Doch, nein. Wir können uns die Reichen nicht leisten. Wer hat das gesagt? Ronja Janssen oder Samira Mati? Ja. Zu diesem Kontext weiss ich gerade nicht. Es tut gerade irgendwie lustig, aber ich habe jetzt hier nicht die volle Quote dazu. Aber nein, es geht doch darum, der Kapitalismus kann vieles gut. Er kann der kann vieles gut und er kann vieles auch nicht gut. Und etwas, was er nicht gut kann, ist Kapital verteilen. Es tut sich mit der Zeit einfach an einem Ort anhäufen, das sieht man auch mit grossen Firmen, die Monopol kriegen und so weiter. Und dort ist die Aufgabe vom Staat einzugreifen. Und dort muss man schauen, was ist denn schlecht? Was ist denn schlecht daran, wenn viele Leute oder ein oder nein, sind wenig nicht Leute, wenn wenig Leute viel Geld haben, was ist das Problem daran? In der Schweiz sind ja also durchschnittlich jetzt, oder wir sind ein sehr wohlhabendes Land und, und der Wohlstand ist ja gekommen durch das kapitalistische System. Also es ist durch die soziale Marktwirtschaft. Es ist sicher durch das kapitalistische System. Das kapitalistische System kann nicht für alle Wohlstand schaffen. Das macht die soziale Marktwirtschaft. Das machen Gewerkschaften, das machen Gesamtarbeitsverträge, das macht der Staat. Ja, unbestritten, aber es braucht ja auch Marktwirtschaft, es braucht Leute, die Kapital investieren, die vielleicht Ideen haben, die Arbeitsplätze schaffen. Und ihr greift die Leute ständig an. 1:12, jetzt 99% Initiative. Es geht immer darum, die Leute anzugreifen. Nein, wir tun die extreme Angriffe. Die Auswüchse sind das Problem.
Also weißt, wenn du sagst, wo ist denn das Problem, sollen sie doch reich sein, es geht ja allen gut. Das Problem ist, dass das halt auch mit Macht verbunden ist. Und du hast dann halt oft mega viel mehr zu sagen in der Gesellschaft. Ja. Und das ist doch einfach problematisch. Ja, aber Entschuldigung, die Macht in dieser Stadt zum Beispiel hat Rot-Grün und nicht irgendwie der LDP-Teig oder so. Oder ja, irgendwie wo hat Rot-Grün dort gemacht? Wir haben keine Mehrheit im Grossrot, ja, wir haben keine Regierung mehr. Am Laufband. Also weißt du, es ist nicht so, dass da irgendwelche Grosskapitalisten Politik in dieser Stadt machen. Ja, also, du hast ja gerade gesagt vorher, dass die Schweizer ein Gespür haben dafür, was der Reichste am besten tut und stimmen für sie ab. Ist das nicht auch aber ein Propagandagewinn? Nein, sondern was ihnen selber auch gut tut, nämlich wenn wir hier einen starken, florierenden Wirtschaftsstandort haben, der nicht ständig torpediert wird durch so wirtschaftsfeindliche Initiativen wie die hier. Ich will den letzten Punkt eigentlich noch ansprechen. Und zwar haben wir ja jetzt in den letzten Monaten oder Jahren auch immer wieder Abstimmungen gehabt, wo es zum Beispiel Konzernverantwortungsinitiativen oder wo immer so Misstrauensabstimmungen eigentlich gegenüber der Wirtschaft gewesen sind. Was meinen ihr, oder was muss die Wirtschaft denn machen, damit die Diskrepanz zwischen Bevölkerung und den Firmen wieder kleiner wird? Ja, die Frage gebe ich gerne weiter da an den Sozialdemokraten und Wirtschaftskritiker in unserer Runde. Wirtschaftskritiker, hör doch auf. Nein, ich will faire Regeln in der Wirtschaft. Das hat die Konzernverantwortungsinitiative auch wollen. Das ist so wie beim Umweltschutz damals. Erst, ich glaube 1985 haben wir erst eingeführt, dass man im Abwasser dürfen auf den Rhein gehen. Und das braucht dann auf die gleichen Regeln von allen und dann müssen sich alle daran halten. Und dann hat die Wirtschaft keinen Nachteil, wenn sich alle daran halten. Und dann haben wir nachher eine bessere Gesellschaft. Und das ist in der Konzernverantwortungsinitiative gegangen. Das ist nicht wirtschaftsfeindlich. Also die Konzerne müssen sich einfach an die bestehenden Regeln halten, dann ist es gut, oder? Ja, und die müssen durchsetzbar sein. Genau. Das ist «Für oben Bier», der Podcast auf Prime News. Wir kommen zum zweiten Thema. Ebenfalls am 26. September stimmen wir in Basel gerade über zwei Vorlagen ab, bei denen es um Parkplätze geht. Einerseits über die Initiative von der Autoverband für erschwingliche Parkgebühren und andererseits über das Referendum zum Parkplatzabbau beim Friedhof Hörnli. Olli, haben wir in Basel nicht schon genug über Parkplätze diskutiert? Wir diskutieren immer wieder über Parkplätze, aber auch das ist ja ein Zeichen dafür, dass es durchaus viele Leute beschäftigt. Die Verkehrsthemen, die sind extrem wichtig, gerade in so einer Stadt wie Basel. Und ich glaube jetzt, gerade die Abstimmungen, die wir jetzt hier haben, zeigen auch oder könnten symptomatisch sein dafür, wie es vielleicht die Linke, die sich immer gerne darauf beriert, dass sie Mehrheiten hat in Verkehrsfragen, es vielleicht dann auch in gewissen Themen doch überzieht. Und ich glaube, wir sehen, dass bei diesen Hörnli-Parkplätzen, wo wirklich auch völlig über Bord übersteuert worden ist, von Rot-Grün und wo sich in kürzester Zeit ein Referendum bildet hat von Leuten, die sagen, nein, wir wollen die Parkplätze beim Hörnli, das ist wichtig. Und ich glaube, das wird eine Niederlage für die Linke. Es ist schwierig, bei dieser Vorlage ist es schwierig für mich zu sagen, es ist wirklich beeindruckend, wie schnell dass die Unterschriften zusammengekommen sind. Das muss man ihnen wirklich zugestehen. Ich will noch schnell auf deine Frage antworten. Ich bin noch nicht so ewig in der Politik dabei, gell? Und dann ist die Geschichte. Und dann hast du irgendwie, du weißt, dass jetzt grosse Fragen auf dich zukommen. Wie wohnen wir in Zukunft? Verkehrspolitik, Energiewende, jetzt Digitalisierung. Ich arbeite im Moment noch oft auf dem Novartis Campus, der ist vollkommen leer. Die Leute sind nicht mehr zurückgekommen ins Büro. Was heisst das für unsere Stadt? Wie werden wir mit dem umgehen, wenn die Arbeitsplätze zwar vielleicht noch auf dem Papier da sind, aber die Leute nicht mehr da wohnen müssen, wenn sie hier arbeiten wollen? Und grosse, grosse Themen. Und dann ist sicher 40% von meiner Zeit und von meiner Kraft gut in Parkplatz-Fundamentalismus. Es ist wahnsinnig. Unglaublich, was für eine Energie auf das einzelne Thema geschoben wird. Und ich habe fast das Gefühl, wenn ich Verschwörungsmythologiker wäre, dass es hier da um Verzögerungstaktiken geht, um andere wichtigere Sachen nicht zur Sprache zu kommen. Du musst alle Hüter zusammenfalten und einpacken.
Ich muss auch sagen, also, ich meine, wir haben ja 2020 schon über die zwei Initiativen vom Gewerbeverband abgestimmt, wo es irgendwie um ähnliche Sachen gegangen sind, ebenfalls um Gebühren. Und das ist sang- und klanglos abgeschossen worden von der Basler Bevölkerung. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass es komplett chancenlos ist, die Initiative zu den Gebühren. Ist jetzt einfach meine Meinung. Ja, bei den Gebühren wäre ich vielleicht sogar noch einverstanden. Das könnte wirklich schwierig werden. Und das ist ja so. Die letzten Abstimmungen haben gezeigt in Basel, die rot-grüne Parkplatzpolitik oder Anti-Parkplatzpolitik. Nein, vor allem bei den Gebühren macht mir fertig. Also, wir sind jetzt von irgendwie 38 Rappen pro Tag, 77 Rappen pro Tag für die Leute, die hier wohnen. Okay, ist ein bisschen teurer, aber für 2 Quadratmeter Fläche in der Stadt jeden Tag, 77 Rappen, ist nicht so viel Geld. Aber was ja auch noch eine grosse Änderung gesehen ist, dass wir die Parkkarten für die Pendler massiv verdient haben. Mhm. Und das hat ja wirklich dazu geführt, dass weniger gekommen sind. Also, die Parkplatzfundis, wenn jetzt wieder, dass mehr Parkplätze besetzt sind in der Stadt für ihre eigenen Leute. Ich finde das irgendwie spannend. Also wenn du für das Jahr stimmst für mehr Parkplatzdruck in der Quartier. Ja, das kommt immer. Das ist bei allen Abstimmungen wird das Horrorszenario an die Wand gemalt. Dann gibt es eine Blechlawine in der Stadt, mehr Autos, die Velofahrer können nicht mehr sicher fahren und. Die Frage ist doch eine andere, auch bei dieser Gebührendiskussion. Ja. Oder die Leute, die in der Stadt wohnen, sie wollen ihr Auto noch mehr parkieren. Und dann werden die Gebühren einfach verdoppelt, masslos erhöht, wird einem wieder das Geld aus der Tasche gezogen. Und nicht alle, gewisse Leute brauchen einfach ein Auto. Es ist eine Tatsache. Nicht jeder kann mit einem Lastenvelo rumfahren. Und auch dort durch. Wer macht denn mit der Verkehrspolitik wirklich vorwärts in dieser Stadt? Wer schaut denn darauf, dass wir die neue Generation von Autos fahren können? Wer hat denn die Offensive gemacht beim Elektroauto? Das sind ja wir gesehen. Warum ist das unsere Aufgabe? Warum machen das nicht Bürgerliche mit fahrenden Winterfahnen voran? Also ich muss jetzt auch sagen, so im Vergleich zu allen anderen Kosten, die wir so haben, wie irgendwie Krankenkasse und weiss Gott was, sind denn 284 Franken für ein Jahr Anwohnerparkkarte sehr wenig. Also es ist auch im Vergleich zu anderen Städten. Ja, wenig, aber es ist immer wenig. Aber in der Summe ist es dann halt trotzdem viel, all die Gebühren und Abgaben, oder? Ja, aber es geht doch schon um das Prinzip, oder? Bitte. Also, wenn du dir ein Auto kannst leisten, und ich anerkenne, dass viele Leute auf ein Auto angewiesen sind, und das respektiere ich auch voll, und das respektiere ich auch in der SP völlig. Es geht nur darum, auf die geschickte Verkehrspolitik zu machen. Und sorry, das ist 60er ja, Verkehrspolitik. Das geht dort nicht mehr so. Ja. Aber weißt du, ich meine, du hast vorher von der Ladesäule geredet. Aber Elektroautos müssen wir neu mehr parkieren können, oder? Also zukunftsgerichtete Verkehrspolitik, die sagt, wir brauchen jetzt Elektromobilität, umweltschonende Mobilität, aber die haben dann trotzdem auch keine Abstellfläche in der Stadt. Das geht ja doch auch nicht auf. Oder wo sollen die denn parkieren? Sorry, es sind doch mehr Parkplätze sind doch entstanden, als abgebaut worden sind in den letzten Jahren. Meinige mehr. Es sind oft nicht mehr so am zentralen Ort, nicht mehr so auf öffentlichem Grund, wo wir viel stärker, viel besser können nutzen. Ich meine, Entschuldigung, der Gewerbeverband mit seiner Aussage, Parkplatz gleich Umsatz gleich Arbeitsplatz. Also aus welchem 70er-Jahr-Buch hast du das rausgelesen? Ja, schon ein bisschen despektierlich, oder? Hast du eine Gewerbedienstleistungsfirma, die da irgendwie... Nein. Okay, sorry, ich muss mich für den Ton entschuldigen, der ist doof gewesen. Ich hätte den Ton nicht so suffisant müssen sagen. Aber die Aussage ist doch die gleiche. Du hast grosse Städte in Europa mittlerweile, zum Beispiel Mailand hat das gerade gemacht. Mailand, Innenstadt, autofrei, bumm. Alle, nein, schlimm. Was ist passiert? Mehr Umsatz. Mehr Leute in der Stadt. Sie verweilen dort. Sie nehmen einen Kaffee, sie fühlen sich wohl. Die Zeiten, dass du auf den Nebenan wegfährst, die funktioniert für eine Innenstadt schon lange nicht mehr. Aber nehmen wir doch jetzt die Gewerbler hier entlang von der Altschwilerstrasse, oder? Das ist kein Innenstadtbereich, oder? Klar, die Leute in der freien Strasse, die wir flanieren, da wollen wir nicht. Das Problem gegangen, das ist keine politische Entscheidung gesehen. Ah, Mann! Ja, aber mit diesem Argument könnte man ja gerade alle Parkplätze entlang von der Tramlinie aufheben. Nein, aber dort hätte man es müssen machen. Also ich kann müssen. Aber die Regierung hat es trotzdem unterlassen, einfach mal vielleicht dort hingehen, mit diesen Gewerblern reden und ihnen das zu erklären. Und die haben ja bei uns ganz klar gesagt, sie haben massive Umsatzeinbrüche, seit die Parkplätze weg sind.
Und natürlich, klar, in einer Innenstadt, beim Marktplatz, wollte ich nicht noch ein Auto haben, wo mir vor der Nase... Ja, aber die haben auch umgekühlt, wo man das weggemacht ja, hat. Nein, die autofreie Innenstadt finde ich auch ein Gewinn, muss ich ehrlich sagen. Aber ah, jetzt... Aha! Die autofreie Innenstadt. Aha. Und Innenstadt okay, ist für mich also ein definierter Perimeter. Also autofrei kann ein Gewinn sein. Die freie Strasse ist definitiv ein Gewinn. Und auch der Münsterplatz autofrei ist definitiv ein Gewinn. Aber nicht in diesen Außenquartieren, wo es auch Geschäfte gibt. Oder? An der Zürcher Strasse in der Breite, wo ich lange gewohnt habe. Ja. Ganz, ganz viele Geschäfte, wenn wir jetzt dort alle Parkplätze würde aufheben würden. Das gäbe einen Riesenaufschreck. Da bin ich natürlich auch nicht dafür. Und aber ja. Sorry. Darf ich dich noch fragen, bevor wir vielleicht noch kurz über das Hörnchen reden können? Aber wärst du, fändest du denn gut, wenn eigentlich die Parkplätze noch viel teurer werden? Weil eigentlich so könnte man doch in dieser Logik die Attraktivität von Basel noch mehr steigern. Sprich, eigentlich müsste es einfach teurer werden. Also jetzt können wir mal anschauen, wie sich das entwickelt. So lange sind die jetzt noch nicht teurer geworden. Die Leute, die Autos haben, das nimmt im Verhältnis immer wie mehr ab. Ja, weil ihr sehr vertrieben. Nein, weil wir anders attraktiver machen. Weil halt das Lastenvelo effektiv attraktiver ist, weil halt Mobility Go effektiv attraktiver ist, weil es um einiges günstiger ist als ein normales Auto zu haben, wo sowieso die meiste Zeit rumsteht, wenn du es nur ab und zu brauchst. Nein, wir machen andere Sachen attraktiver und das ist nicht mit Vertrieben. Mhm. Vielleicht können wir noch schnell zum Hörnchen kommen. Also du hast ja am Anfang selber gesagt, da bist du ein bisschen unsicher, wie das rauskommt. Könnte das eigentlich der Ausreißer von allen Verkehrsabstimmungen sein, die man in den letzten Jahren hatte? Ja, also, ich bin mir noch sehr zuversichtlich, dass wir dort gewinnen können, weil unsere Argumente sind ja vorher auch noch nicht wirklich da gewesen. Wir haben immer noch 43 Parkplätze hier oben. Wir haben sehr viele Parkplätze im Hörnchen, wo viele Leute gar nicht wissen, dass die gibt. Ich glaube, mit einer besseren Beschilderung und so, man hat dort noch nicht das Parkplatzproblem, bin ich mir ziemlich sicher. Also von dem her, ich weiss nicht, ob das wird durchkommen oder nicht, aber das ist auf jeden Fall hat das die grösste Chance, aus bürgerlicher Seite etwas zu gewinnen. Ist jetzt aber auch keine fundamentale Frage, wie jetzt zum Beispiel bei den Parkgebühren, wo jetzt wirklich, dort hätten wir dann wirklich in unserer Verkehrspolitik verloren, grundsätzlich, wenn wir dort würden verlieren. Jetzt beim Hörnli wüsste ich es jetzt nicht. Also ob das jetzt wirklich dann ein Klatschen wäre, grundsätzlich von unserer Verkehrspolitik. Aber ich meine, da sind wir uns glaube ich auch einig, der Platz dort vorne braucht etwas Neues. Also es ist schwierig, der ganze Autowenkplatz, der ganze Ort dort braucht eine Neuerung, braucht eine Auffrischung. Aber für die vorwiegend älteren Leute, die dort vielleicht den Friedhof besuchen, ist doch vor allem wichtig, dass sie irgendwie dort hinkommen. Die sind ja nicht so mobil, dass sie können im Bus gehen können, der dann immer stoppt und sie irgendwie noch umgehen. Sondern einfach gemütlich mit dem Auto an, aussteigen, fertig. Ja, okay, aber wenn du so alt bist, dass du einen Bus umgehst, nimmst du vielleicht lieber das Taxi. Ja. Das ist viel teurer. Ja, also nein, dann kannst du wohl auch nicht mehr Auto fahren. Ja. Also sorry, also nein, jetzt niemandem an Schwingen beitreten. Ja, es gibt auch jüngere Angehörige, die vielleicht... Ja, es hat ja auch noch 340 Parkplätze. Ja, aber ich glaube, einfach um das noch abschließen, warum die Abstimmung spannend wird, ist, ich glaube, was dahinter steht, ist halt auch einfach quasi... Ein Stadt-Land-Konflikt oder ein Stadt-Basel- und Land-Gemeinde-Riechen-Konflikt, weil die Riechen das Gefühl haben, sie werden einfach immer überstimmt. Im Grossen Rot oder der Grosse Rot entscheidet über etwas, was in Riechen passiert. Die Riechen auf Vertreter werden überstimmt. Und ich glaube, aus dieser Optik heraus könnte es auch noch interessant werden, um zu sehen, ob dann vielleicht doch gewisse auch Stadt-Basel-Quartiere solidarisch sind mit den Riechen und sagen, hey, das sind dann ihre Parkplätze dort, das ist dann ihr Gebiet. Weiss ob jemand, ob man die Mindestlohninitiative, also nicht der Gegenvorschlag, den wir ja gewonnen haben, sondern die Initiative verloren haben wegen Riechen. Haben die Stimme gelangt? Also wegen wer überstimmt? Ja, das ist das nicht. Das könnte sein. Vielleicht kann das irgendjemand dann noch nachschlagen. Ja, aber ich glaub jetzt durchaus, dass auch Riechen den Basler immer wenn da mal zeigt. Oder die Limiten aufzeigt. Ich glaube, das ist nicht einfach so einseitig. Ja. Wir sind gespannt. Wir sehen es im September. Wir gehen weiter zum dritten und letzten Thema. Ein Beppis in Jazz, das Jugend- und Kulturfestival und das Floss-Festival finden demnächst statt oder haben schon stattgefunden. Die sind allesamt gratis. Mich würde interessieren, Marcel, du als Musiker, ist das problematisch? Das ist... da gibt es widersprüchliche Meinungen auch bei mir in der Szene. Ich finde, das ist nicht problematisch. Ich finde, das ist sehr gut, dass es solche Angebote gibt. Und um das schnell zum Auseinandernehmen, das Floss ist nicht gratis. Das Floss spendest du, wenn du dort hingehst. Ich habe dort noch nie
gratis ein Konzert geschaut. Du hast halt oft einen Zugang ohne Schwelle. Und darum kommen halt auch mehr Leute. Und das ist halt recht gescheit. Dann hast du das Jugendkulturfestival, das extrem vielen jungen Leuten eine Plattform bietet, wo in dem Stadium, wo sie sich dort noch befinden, die Plattform als wichtigste ist und nicht die Gage, die sie verdienen. Ich weiss noch selber, ich habe mein erstes grosses Konzert, ich glaube 2003 ist das, glaube ich, gesehen. Ich bin vielleicht schon älter. Und dort hat es noch auf dem Münsterplatz eine Bühne gegeben, eine riesengroße Bühne. Ich bin dort der Erste gewesen, der am Samstagnachmittag spielen konnte. Und ich bin, glaube Tage vorher dort gehockt und habe zugeschaut, wie sie die Bühne aufbauen, weil das so ein grosser Moment war für mich. Also ich finde, niederschwellige Angebote schaffen, dann trotzdem Geld für, machen und es floss zahlt ordentliche Gage, ist gut. Und Festivals zu machen wie den BBC Jazz und im Jugendkulturfestival, wo Leute Plattform bietet, wo schon eventuell noch keine hatten, finde ich auch sehr gut. Also vielleicht sind wir da uns oft einig jetzt. Ja, denkst du wahrscheinlich schon. Das ist eigentlich auch eher, kein Thema ist apolitisch, aber nicht so stark politisiert wie die anderen zwei. Aber habt ihr nicht das Problem, auch als Musikschaffende, dass zum Beispiel, oder die Leute hören heutzutage, wo hören die Leute Musik? Oder sie gehen vielleicht, sie kaufen sicher keine CDs mehr, sie gehen vielleicht auch weniger an Konzerte, aber Spotify ist gratis, wenn man jetzt nicht irgendein Premium-Abo hat. Auf YouTube wird auch viel Musik konsumiert. Ist das nicht über alles gesehen ein Problem für euch, dass es, wie bei den Medien auch, da können wir später noch dazu kommen, einfach auch so eine Gratis-Kultur gibt, wo sich Jugendliche daran gewöhnen, wenn ich Musik hören will, dann habe ich das eigentlich einfach zur freien Verfügung und muss keinen einzigen Rappen investieren in das. Ja, dort beim Grundsatzkonsum gibt es ein bisschen ein Problem. Dort hat aber auch oft die Musikindustrie vollkommen komplett versaut. Und das haben sie versaut vor etwa 15 Jahren. Wo ein Apps draufgekommen ist, wo man von den jungen Zuhörerinnen, das ist etwas gesehen, wo man sich eine MP3s herunterladen kann. Noch nicht so ganz legal. Dort hat die Musikindustrie massiv gegen die Plattformen angefangen zu schiessen, sodass es unterdurch zu einer Gratiskultur selber entwickelt hat, weil es auch praktischer gesehen ist, nicht mal in erster Linie billiger. Und da hat man dort eingestiegen, dann würde jetzt alle 30 Franken zahlen für ein Spotify-Abo und dann hat man auch wieder eine andere Sache. Was natürlich, man muss auch sehen, ist, wir sind nur dank dem Internet so weit gekommen, wie wir weit gekommen sind. Mit unseren ganzen Touren, die wir international haben, sogar in den USA und Japan und überall. Wenn wir oft Kontakt uns können selber suchen, wenn wir nicht von jemandem haben müssen gesigned werden, der uns toll findet, sondern wir haben es selber toll gefunden und haben es einfach gemacht. Und in unserer Szene verkaufen wir relativ viele Platten. Auf dem her, das ist noch gut für uns. Aber kommt es nicht auch oft vor? Also ich habe im April mal einen Bericht gemacht mit der Vera Hildbrunner, Sopranistin in Basel, die auch gesagt hat, dass einfach in der ganzen Branche, also entweder wird man gar nicht bezahlt oder unterbezahlt, weil viele Veranstalter das Gefühl haben, es ist nichts wert, die Leute wollen nichts dafür zahlen. Du machst nicht auch so Erfahrungen, Anna? Ja, aber ich muss sagen, ich bin auch kein Profimusiker und ich habe relativ schnell auch den Anspruch abgelegt, Profimusiker zu sein. Das kannst du in unserer Branche fast nicht. Von dem her, ja, die Problematik gibt es durchaus, aber die macht man dann auch nicht besser, wenn man jetzt Floss dafür würde zwingen, schon am Eingang Geld zu kassieren. Ich glaube, das sind auch... Ja, das ist... Ja. Aber doch den Leuten irgendwie wieder beibringen, dass das etwas kostet. Also eben im Journalismus haben wir eigentlich ein ähnliches Problem, dass News heutzutage überall kostenlos zugänglich sind und wenn es dann plötzlich eine Paywall hat, sind alle empört, sagen, wieso sollte ich für das zahlen? Und wir tun uns eigentlich jeden Tag den Arsch abkampfen, sorry. Das finde ich schon ein bisschen problematisch. Nein, es kann nicht oft alles gratis sein, das stimmt. Ich habe jetzt auch genau erklärt, warum das bei diesen drei speziellen Sachen ich es jetzt nicht problematisch finde. Ja. Aber sonst gibt es die Kultur natürlich durchaus. Was man aber auch muss sagen, ist, beim Musikkonsum haben wir effektiv das Problem, dass nicht alle für Spotify zahlen müssen, weil das scheinbar nicht geht, ist problematisch. Aber die Konzerte sind eigentlich immer wie besser besucht und die Profimusikerinnen in der Popkultur haben dort auch immer wieder bessere Gagen als die sehr, sehr erfolgreichen. Das ist halt auch wieder, dort konzentriert sich halt auch wieder sehr, sehr fest, wie halt ein bisschen überall. Aber ja, ich hatte jetzt auch nicht die grossen Antworten dafür, ehrlich gesagt. Olli, du machst eine grosse
Freudensprünge, wenn du nicht musst zahlen, oder? Ja, also ich meine, ich muss sagen, ich bin natürlich auch konditioniert auf das. Ich konsumiere viel Musik auf YouTube und ich habe zwar, muss sagen, ich habe Apple Music ein Abo, ein Monatsabo, das ich immer zahle, wo ich immer die Musik abziehe, wo ich gerne los. Von dem her, ich investiere schon etwas. Ich mache das ja auch bei den Medien, oder? Das sind ja mir vielleicht als Journalist auch noch mehr. Auch die Sensibilität dafür, oder so, dass Medienkonsum muss auch einfach etwas kosten. Es kann nicht gratis sein, wir leben ja auch von dem. Jetzt aber Frage noch an euch, wenn wir jetzt gerade so harmonisch sind. Flatrate für News Consumption. Ich zahle einen 50er, dafür kann ich Batz lesen, mal einen Artikel, kann ich Prime News lesen, mal einen Artikel, kann ich auch mal für den einen Mal, wenn ich will, bei der Weltwoche etwas lesen, sicher nicht den ganzen Sabo dort löse. Ja, dann gibt es eine zentrale Verteilstelle, wo das dann, du zahlst quasi wie Beilaggebühren und die verteilen das dann an die einzelnen Medienhäuser. Nein, das war natürlich schon privat. Und du wirst halt irgendwie zahlst nach wie viel das du lesest. Aber du unterstützt ja gewisse Medien auch. Also ich meine, ein Abo-Lös ist ja nicht nur, ich will Inhalt konsumieren, sondern es ist auch ein Statement oder ein gewisse. Ja, du unterstützt ja dann auch ein Medium. Wenn du sagst, hey, ich bin ein treuer NZZ-Leser oder ein treuer Broschüre-Leser oder ein treuer Prime News-Leser. Mit dem Geld unterstützt ja du dann auch ein Produkt, wo du findest, hey, das ist gut und die müssen von dem können leben. Und es geht nicht einfach nur darum, ich will jetzt vielleicht den einen spezifischen Inhalt gerade konsumieren und dann morgen vielleicht wieder etwas anderes. Aber geht es bei den Medien nicht meistens? Ich sehe das schon, aber oft hast du doch irgendeinen NZZ-Artikel. Und dann gibt es ein paar, wo irgendwie easy kannst zahlen, zahlst halt einen Stutz und dann hast du ihn. Aber andere musst dann noch ewig ein Login machen und so, und dann ist bei mir sofort weg. Ja, also da muss sicher die Medien besser werden, dass der Zugang einfach viel unkomplizierter und digital wird, dass man mit allen Sachen kann zahlen kann. Ja, und da muss ich schon ein bisschen Eigenwerbung machen. Also, bei uns kannst du natürlich einzelne Artikel lösen, kannst ein Monatsabo lösen, du bist ja auch sehr flexibel. Kannst du das noch machen mit der Werbung? Ich habe schon lange ein Abo, ich weiß nicht mehr, dass man Werbung schauen kann für einen Artikel. Kann man bei gewissen Beiträgen, ja, du kannst auch einfach auch ja, oder ein Monatsabo lösen. Von dem her, du bist ja sehr, sehr flexibel, auch wie viel Geld du investieren willst in dem Moment, wo du gerne einen Beitrag konsumieren willst. Und von dem her, also die Flatrate-Lösung, also die sehe ich jetzt wirklich überhaupt nicht, wie das dann funktionieren soll. Okay. Ich bin ein bisschen beliebt. Also, aber dann zurück auf Kultur. Ich glaube, was man kann sagen ist, Leute gehen wieder an ein Konzert, jetzt wo sie wieder aufgehen, unterstützen euren lokalen Club. Zahlen eure Spotify-Abo, 70% von dem Geld dort geht an die Rechteinhaber von der Plattform, wo da gestreamt wird. Und ja, die Qualität zahlt, kostet ein bisschen etwas, das ist schon so. Das ist doch ein schönes Schlusswort gewesen. An dieser Stelle herzlichen Dank Marcel und Olli fürs Mitdiskutieren und vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn euch Prime News und der Podcast gefällt, löst doch ein Monatsabo für 8 Franken. Vielen Dank und einen schönen Abend. Für Oberbier. Der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern, Sie merken das.